Hallo, erstmal zu einer Produktvorführung von Fallminenbleistiften von Faber-Castell. Diesmal die Serie TK 9400. Das Besondere an denen ist, die gibt es also mit dem Aufdruck der Minenstärke, die man hier reinmachen tut. Wenn man sie kauft, ist auch die entsprechende Mine schon drin, die ja aufgedruckt ist. Das heißt, ich kann mir hier ein Sammelsurium von Stiften zulegen, wie Bleistifte zum Beispiel. Und dann sind eben die Minen hier schon drin. Und ich kann mir dann, also ich sehe es auch gleich aus dem Haufen in einem Mäppchen zum Beispiel, in einem Transport-Mäpple, welchen Stift ich brauche, weil es draufsteht. Ich muss das nicht irgendwie bekleben mit irgendwelchen Etiketten oder irgendwelchen Farbtupfern, ja, die sowieso wieder verschwinden. Also von daher, die sind hier beschriftet. Ja. Sie haben einen Fall, also eine Kupplung, eine Fallminentechnik. Also ich drücke hinten drauf, die Mine kommt raus und wird gehalten durch diese Kupplung hier. Diese Kupplung funktioniert relativ simpel. Wenn ich die rausdrücke, die ist konisch geformt und öffnet sich hier. Und wenn ich das hinten loslasse und sie schließt sich, dann wird sie durch den Konus hier zusammengedrückt und hebt diese Mine. Ja. Wenn einer sich fragen tut, ja, das hebt ja gar nicht richtig, doch, das hebt. Und zwar, ich mache das mal kurz hier auf, vielleicht sieht man das auch ganz gut hier drin. Ich sehe hier drin so eine Art Riffelung. Ja, also das sind so. Wie so ein Gebinde sieht es aus, ja? Wie so Beißzähne. Ja? Und zwar über die ganze Kupplung. Nicht nur hier vorne ein paar, drei, vier, nee, das geht wirklich bis hinere. Das heißt, ich muss auch richtig fest drauf drücken. Ja? Also, ihr seht am Finger, wie sich das Blut, also wie der Finger weiß wird durch den Druck. Ja? Also, ich muss hier drauf drücken, das ist eine Wahnsinnsfederung. Und der Vorteil von denen ist, ich habe eine sehr lange Mine, ich habe eine sehr dicke Mine, also 2 mm. Ja. Ab 4B jetzt zum Beispiel, also Härtegrad 4B, ist die Mine aber 3,2 mm dick, also noch dicker. Ja. Und ich kann ihn auch spitzen. Es gibt einen Spitzer da dafür, auch von Faber-Castell. Der sieht so aus, ist ein relativ kleiner, ja, der hat hier vorne so, da kann ich den spitzen. Ja. Und wenn der spitz ist, ist das Ding eine Waffe. Weil, also die Mine jetzt hier so fest reindrücken, bis sie nach hinten rutscht, möchte ich jetzt nicht machen, weil dann habe ich eher ein Loch im Finger. Das Teil hebt. Diese Kupplungen halten die Mine wahnsinnsfest. Also da ist wirklich Bums dahinter. Ja. Warum ich ein 4H und ein 3B habe, liegt ganz klar auf der Hand. Und zwar, ich habe da, wie gesagt, ich zeichne gerne, indem ich den Stift hinten halte und den 3B, den lasse ich einfach so übers Papier gleiten und habe sofort eine sichtbare Linie, die ich ja dann sowieso später nachzeichnen kann mit einem anderen Härtegrad oder mit einem dünneren und dann eben härter. Und nehmen wir mal an, ich mache mir jetzt da so eine Linie. Besser sichtbarer. Dann nehme ich meinen Knetradierer und mache also hier die dünnen, kaum sichtbaren Linien weg und die Linie bleibt stehen. Ja. Zum Beispiel mit einem HB oder sowas, ja, mit ein bisschen mehr Druck, fahre ich dann einfach hier nach, ja, und arbeite das dann eben raus. Also diese feinen Details. Ja. Aufgrund dessen, weil der hier vorne relativ ein gutes Gewicht hat, ja, funktioniert es auch sehr gut, hier hinten zu heben und so schnell irgendwie was zu zeichnen. Ja. Funktioniert super. Ich habe nur diese zwei. Ansonsten habe ich Bleistifte, ja, also die ganz herkömmlichen. Aber ich arbeite gerne auch mit diesen dickeren Minen manchmal. Ja. Und ich mag, wenn ich das, was ich beim Bleistift nicht unbedingt machen kann, also ich tue wirklich mit dem Messer richtig. Schnitzen, ja. Ich kann die Mine wirklich rausmachen, ja, und kann dadurch jetzt zum Beispiel noch weiter hintere gehen. Ich habe einen ganz anderen Winkel in dem Moment
und kann jetzt zum Beispiel großflächig mit einer gewissen Schattierung, Textur über das Blatt fahren. Das ist natürlich auch blattabhängig, also von der Oberfläche her, wie das dann am Ende aussieht. Deswegen mag ich die Teile. Ja. Kann man sich mit Sicherheit antun, die Stifte. Die Minen gibt es nachzukaufen, sind, glaube ich, 10 oder 12 Stück drin. Jeweils 120 mm lang, da kann man lange malen oder zeichnen. Was man wissen muss, ist, dass die weichen Stifte oder die weichen Minen, genauso wie bei Bleistiften, sich schneller abnutzen. Das heißt, die 4H, die habe ich ja schon auch schon gespitzt, die ist immer noch ewig lang, ja, und ich arbeite auch sehr viel mit dem Teil. Die bleibt auch lange spitz, muss man auch dazu sagen. Währenddessen weiche Minen und einem Projekt, sage ich jetzt mal am Baum oder so, und ich habe ihn am Anfang gespitzt, ist der am Ende nicht mehr spitz. Ja, also der ist da schon ein bisschen abgerundet. Außer ich halte ihn schräg und tue ihn auch mal während dem ganzen Malen und Zeichnen ab und zu mal drehen. Dadurch spitzt er sich selbst. Ja. Aber man arbeitet sehr lange mit diesen Minen aufgrund der großen und starken Länge und vor allem der Materialdicke. Die Teile in Kombination mit diesem Bleistift, ja, ist ein absolutes, in meinen Augen, ein Must-Have. Ja. Welche Stärke, ganz klar, muss sich jeder selbst entscheiden. Eine gute Variante ist zum Beispiel ein HB, ja, ein 2H und ein 2B. Ja. Das ist so eine gute Variante, ja. Oder ein 4B sogar, weil es gibt nämlich noch welche, die das gleiche machen wie ich, ja. Aber die arbeiten lieber mit einem 4B. Ja. Der ist noch ein bisschen weicher. Ja. Aber auch hier ganz klar, muss jeder für sich selbst entscheiden, für welche er sich entscheidet. Mein Ding wäre 3 Stück, 2H, HB und ein 2B, ja, aus der TK 9400 sich zu besorgen. Ja.